Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu United We Stream Stuttgart. Heute wieder von Frieders Pier und ich habe meinen Kunst- und Kultursalon dabei. Und ich freue mich, heute einen Gast aus der Politik da zu haben. Frank Nopper, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Sie sind aktuell gerade Oberbürgermeister der Stadt Backnang. Richtig. Aber, und das ist natürlich auch für uns interessant in Stuttgart, Sie sind der Kandidat der CDU für unsere Oberbürgermeisterwahl im November in Stuttgart. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, Herr Nopper, man hört nur Gutes von Ihnen. Sehr schön. Das erfreut mein Herz. Erstmal, oder? Ja, genau. Ja. Nein, man hört wirklich nur Gutes. Also Sie haben, Sie sind jetzt seit 18 Jahren, ne? Seit 18 Jahren im Amt. Sind Sie Oberbürgermeister der Stadt Backnang? 18 Jahre und ein Monat. Wahnsinn. Ja. Und das Interessante finde ich, was ich natürlich gelesen habe, dass Sie letztes Jahr, oder nee, es war 2018, mit 87% nach so vielen Jahren wiedergewählt worden sind, ne? Bestätigt worden ja, sind im Amt. Ich bin zum zweiten Mal im Amt bestätigt worden, nach 16 Jahren. Beim ersten Mal 2010 bin ich mit 86,8% ja, bestätigt worden und ja, beim zweiten Mal mit 87,1%. Und das finde ich so großartig. Und was besonders schön war, ist, die Wahlbeteiligung war trotz allem sehr hoch. Es gab zweimal, bei beiden Wahlen gab es einen Gegenbewerber und die beiden Gegenbewerber oder die Gegenbewerber, sowohl im Jahr 2000, den Gegenbewerber im Jahr 2010 als auch den im Jahr 2018, konnte ich dann aus dem Feld schlagen. Das finde ich großartig. Und man liest auch, dass Sie so, Sie sind ein großer Netzwerker. Sie sind irgendwie auf vielen Kanälen unterwegs auch, ne? Instagram, Facebook, YouTube. Ja. Was ich aber persönlich auch finde, was wichtig ist heutzutage, ne? Sie werden es wahrscheinlich auch so sehen, wenn man die Jugend sieht, da gibt es viele, die sich nicht mehr unbedingt nur übers Fernsehen informieren, sondern die tatsächlich sagen, YouTube ist unser Kanal und das hat nichts mit Bots oder sonst was zu tun, ja, sondern das ist so, ne? Und das sehen Sie auch, oder? Als das ist aus meiner Sicht absolut unverzichtbar. Ja. Ich gehe über Instagram und über Facebook. Ich gebe aber freimütig zu, dass mir meine beiden Söhne, die sind 21 und 18, dabei auch sehr aktiv wie helfen. Wie meine, ne? Das ist unsere Parallele. Sehr aktiv helfen. Ja. Und das erleichtert natürlich ja, die Arbeit. Ja, und sagen die dann auch, das ist peinlich oder das ist gut oder gibt es dann auch schon mal Kritik? Natürlich gibt es auch über Kritik. Die stärksten Kritiker, meine intensivsten Kritiker sitzen zu Hause. Sind die Söhne, meine ne? Frau und meine beiden Söhne. Das ja, sind meine stärksten und intensivsten Kritiker. Ja. Aber ist auch ganz gut so. Ja, ist gut, ne? Dann wird man schon das nicht übermütig. Das based einen auch, ja, ne? Ja, dann bleibt man demütig und wird nicht übermütig. Besonders interessant finde ich natürlich, weil wir gerade jetzt hier auch sitzen, Corona und unsere Clubkultur. Es hat Sie tatsächlich erwischt, ne? Vor 3 Wochen, dass Sie persönlich an Corona erkrankt sind, ne? Ja, ich wurde sogar zweimal positiv getestet. Zweimal? Ich wollte nach 2 Wochen wieder raus und musste dann einen Ausgangstest machen und der Ausgangstest nach 2 Wochen war positiv. Nach 2 Wochen? Nach 2 Wochen mhm, war der am Ende dieser 2 Wochen Quarantäne, häuslicher Quarantäne, war der nochmals positiv mhm, und dann musste ich nochmal eine Woche warten und dann war der Test doppelt negativ. Doppelt negativ nach den neuen Empfehlungen des RKI, des Robert-Koch-Instituts, sollten Personen, die intensiv oder häufiger Kontakt mit Risikogruppen mhm, haben, sowohl in Nase als auch Rachen getestet werden. Mhm. Und deswegen wurde der Test dann auch bei mir gemacht, Doppeltest, und der war doppelt negativ. Und jetzt bin ich seit einigen wenigen Tagen wieder auf freiem Fuß. Und da sind Sie froh darüber, und bin bestimmt, sehr ne? froh darüber. Ja. Das ist ein ganz neues Glücks- und Freiheitsgefühl. Wie ist es bei Ihnen verlaufen, die Krankheit? Es lief also ganz, ganz glimpflich, nur okay, mit ganz, ganz leichten Symptomen, Gott sei Dank. Ja. Ich habe es eigentlich gar nicht gespürt. Aber, also nur Schnupfen oder, nein, oder es Halsschmerzen? Es war im Wesentlichen oder? Nur ein ganz leichter Husten. Okay, okay. Und aber was halt dazu gehörte, die ganze Familie war in Quarantäne ja, sicher. Ja, ne? Wie Sie sagen, ihre zwei Söhne, ihre Mutter, ihre Frau. Alle waren zu Hause, alle ja, mussten zu Hause sein. Und wir haben dann
Gott sei Dank einen ganz rührigen und hilfsbereiten Nachbarn, der hat dann alle Einkäufe gemacht. Weil das brauchte man, aber ja. Es ist auch nicht leicht. Sind Sie eine Person, die leicht Hilfe annimmt irgendwie? Oder? Also, es haben mir mehrere Leute Hilfe angeboten. Ich habe es eigentlich bei allen dann ausgeschlagen, abgesehen von den Nachbarn. Ne? Aber natürlich kann man da nicht ständig kommen, noch mehr mit einem weiteren Wunsch. Man beschränkt sich dann auf das Notwendigste. Und wir haben soweit es irgend ging, dann Dinge anliefern lassen. Also was weiß ich, die Getränke, die ich normal abhole. Abhole, ne? Aber man möchte dann auch nicht seinen Nachbarn anliefern lassen, die Kästen holen lassen oder so. Nein, das wollte man nicht. Das hat man dann vermieden. Ja, und jetzt gehen wir mal zu der Clubkultur über. Ne? Wir sind ja hier heute United We Stream Stuttgart. Ihr könnt übrigens wieder spenden, ganz wichtig für die Clubs. Wir haben es unten in den Beiträgen, könnt ihr es lesen. Ich habe gelesen, und das fand ich auch sehr interessant, und wir haben ja auch telefoniert, dass Sie früher auch sehr, sehr viel unterwegs waren in Stuttgart, ne? Und dass Sie unter anderem der Begründer der Sonderbund-Partys sind. Stimmt das? Also erstens wollte ich noch was zu diesem Nothilfefonds für die Clubs sagen. Ja. Wir haben, nachdem wir das 50. Backnanger Straßenfest schwersten Herzens, habe ich gelesen, das wäre dieses Jahr, auch absagen mussten. Wir hätten dieses Jahr das zum 50. Mal gefeiert, das Straßenfest, unser legendäres Backnanger Straßenfest. Habe ich gelesen, Sie wollten es zuerst verschieben in Herbst, genau. Aber jetzt ist es, genau. Ne? Genau, und jetzt haben wir erkennen müssen, dass es eben nicht geht. Und ich habe in dem Zusammenhang dann gesagt, wir müssen einen Notfallfonds gründen, der den Vereinen, den notleidenden Vereinen, den Vereinen hilft, die Einnahmeverluste dadurch erleiden, durch die Nichtdurchführung des Straßenfestes, aber auch durch die Nichtdurchführung vieler anderer Veranstaltungen und den Gastronomen, die dadurch besonders darben müssen, ne? Die auch durch die Schließungen, die anhaltenden Schließungen besonders darben müssen. Und ich habe dann gesagt, ich schlage vor, rege an, dass wir diesen Nothilfefonds machen unter dem Dach der Bürgerstiftung Backnang, und die ersten 1.000 Euro zahle ich aus eigener Tasche. Wow, und, super. Und da sind dann einige gefolgt, Gott sei Dank. Okay, dem guten Vorbild. Und ich hoffe, dass noch viele folgen, und kann von hier aus auch nur ermuntern und anregen, für diesen Nothilfefonds unter dem Dach der Bürgerstiftung Backnang zu spenden für notleidende Vereine und auch für Gastronomen, für notleidende Gastronomen und notleidende Kleinunternehmer. Ja, zu der anderen Frage. Ja, ich gebe es zu, ich war ein ganz großer Nachtschwärmer in früheren Jahren, gehe auch jetzt noch ab und zu gerne weg mit meiner Frau oder auch mal mit meinen beiden Söhnen. Tatsächlich? Ja. Also das würde mich interessieren. Gehen die Söhne mit Ihnen abends? Ja, also zum Beispiel bei der Backnanger Live-Nacht. Ja. Bei der Backnanger Live-Nacht hat sich einer meiner Söhne erbarmt mit seinem Vater. Er war mit dabei, Ja. Fand mich natürlich teilweise peinlich, aber im Wesentlichen war er einverstanden mit mir. Ja. Und die gehen schon auch mal mit. Aber im Wesentlichen ist meine Frau die mitgeht. Ne? Weil also das erlebe ich so bei mir, weil ich habe ja auch zwei Söhne wie Sie mit 18 und 21, und die dann auch eher finden, gut, ne, Mami, vielleicht bist du ein bisschen peinlich, oder das sind jetzt so unsere Clubs, ne, so dein Alter, kann jetzt auch mal woanders hingehen. Ja. Ne? Ja, und in jungen Jahren, so ich sage es mal, um die Abiturientenzeit oder Bundeswehrzeit, war ich extrem häufig in der BOA. In der Stuttgarter Diskothek BOA, der Kultdisco in Stuttgart schlechthin. Und einmal wie viele Jahre gibt es die BOA jetzt? Die BOA gibt es seit 1977. Die gibt es seit 1977. Ja, okay. Und ich erinnere mich, in den Anfangsjahren, ich habe es schon mal erläutert, in den Anfangsjahren bin ich nicht reingekommen, weil ich zu schlecht gekleidet war. Und da gab es totschicke Türsteherinnen, keine Türsteher, sondern Frauen tatsächlich schon, ne? Ja, Türsteherinnen. Ja. Ja. Und die haben mich mit den Worten abgewiesen, ich weiß es noch wie heute, Junge, zieh dir mal was Gescheites an, dann kommst du vielleicht beim nächsten Mal rein. Aber an was lag es? Waren es Turnschuhe wahrscheinlich, ne? Damals durfte man bei Turnschuhen nicht rein. Abgerissener Pullover. Ja. Und also das Erscheinungsbild war einfach nicht BOA-gerecht. Aber ich kam erst Jahre später, keiner von unserer Klasse kam eigentlich rein. Ja. Jahre später kam ich dann rein in Begleitung einer
totschicken Begleiterin, lustig, ja, kam ich dann rein, ja, und dann haben die Türsteherinnen gesagt, hör mal zu, Susi, toll, dass du da bist, und den, den du da in deinem Schlepptau hast, den kannst du auch noch mit reinnehmen. Aber das Interessante, finde ich, es war Susi Stiel, ne, was sie sagten. Ja, ja. Und das Interessante, finde ich, sie haben der Susi aber nicht erzählt, dass sie auch noch nie drin waren. Ne? Nein, weil man das möchte ich, sich ja auch das nicht, ich, ne, ich wollte mich natürlich da diesbezüglich nicht outen, dass ich da bis zu dem Zeitpunkt reingekommen war. Es wäre uncool gewesen damals. Ne? Es wäre total uncool gewesen. Und als ich reingekommen war in die Boa, habe ich mich natürlich damit gebrüstet auf dem Pausenhof in der Schule. Und jeder wollte von mir wissen, wie man das macht. Echt? Und ich war der große Held auf dem Pausenhof. Wie alt waren Sie da? Welches Alter 18, war 19. das? So 18, 19. 18, 19. Da war man in der Oberstufe und hat dann... Ja, es war vielleicht so 13. Klasse, vielleicht war es auch 12. Klasse, ich weiß nicht mehr so ja, ganz genau. Ja. Und bei der Eröffnungsparty vom Perkins Park war ich auch da. Wow. Anfang der 80er. Wow, okay. Anfang der 80er, da erinnere ich mich auch sehr gut dran. Mhm. Und in die Boa gehe ich einmal im Jahr, eigentlich nicht in die Boa, ich muss mich korrigieren, sondern zu dieser großen Party in der alten Reithalle, die ja so eine Art Revival ist und so ein ehemaligen Treffen, aber da sind auch viele neue und junge Leute dabei. Und das macht große Freude, da bin ich jedes Jahr mit meiner Frau. Und wir kennen auch den Betreiber und den Inhaber, Werner Sloggi, genau, Finn, sehr gut. Der auch lange Stadionsprecher war beim VfB, ja, unter anderem. Ne? Und Baron der Gesellschaft Zigeunerinsel, und Präsident der, genau, Gesellschaft Zigeunerinsel. Ja, ja, genau. Ja, ja, schön. Und dann, ich habe so, ich bin ja, ich glaube, ich bin 1996 nach Stuttgart gekommen. Damals war das Theaterhaus auch noch an der alten Location. Und dann bin ich, Fasching habe ich im Theaterhaus verbracht und bin dann tatsächlich in ihren, ich sage jetzt mal ihren, Sonderbund gekommen. Und es war eine legendäre Faschingsparty. Und ich glaube, es gab jahrelang legendäre Faschingspartys im Sonderbund. Kann das sein? Ja, natürlich. Das waren die besten Faschingspartys, die in Stuttgart stattfanden, waren die Sonderbund-Faschingspartys. Und weil Sie es gefragt haben, in den Räumen, wir machen das allerdings nur in den Räumen des Sonderbunds, machen wir seit vielen, vielen Jahren, wir haben es in diesem Jahr zum 29. Mal gemacht, einen Neujahrsantrunk. Ein Neujahrsantrunk im erweiterten Freundeskreis, da kommen so 300, vielleicht sind auch 350 Leute, ist ein so ständiges viele. Kommen wow. und Gehen von 11 Uhr bis 17 Uhr geht dieser Neujahrsantrunk, ich kann es gar nicht genau sagen. Das organisieren Sie? Nein, oder haben sind mehrere, Sie früher organisiert? Nicht ich allein, sondern wir sind in der Regel 5, 6 oder 7 Gastgeber, das variiert so von Jahr zu Jahr. Und da war zum Beispiel auch die Allegra Cole mal dabei, die DJin, es war mal Kinga Matte, die Dirndl-Designerin dabei. Es war die Isabelle Florentin Weichselgartner, die bei Big FM lange Zeit Sprecherin war dabei. Es sind andere dabei wie Rainer Schaar. Und das ist auch offen. Also da kann eigentlich jeder, der Lust hat, dann kommen. Nein, das ist schon, nicht, ne? es ist schon nur nach Einladung. Ja, es ist ja. mit Einladung. Mhm. Aber es ist ein Treffen ehemaliger, also von Studienfreunden, von vielen Wegbegleitern, aber wir sind immer offen für Neue Freunde und bringen Neues. Freunde mit, genau. oder? Mhm. Ja, oh, ein ganz großes Hallo, eine unglaublich schöne Veranstaltung, die ich nicht missen will. Mhm. Schön, also von daher, Sie sind auch viel unterwegs gewesen, ja. ne? und auch jetzt, Sie sind da mit Herzblut dabei auch, ne? was die Clubkultur und so in Stuttgart angeht. Richtig, ja. richtig. Wir haben jetzt ja auch in Stuttgart, wurde jetzt ja eingereicht, Autokino auch auf dem Wasen mit Veranstaltung, aber es scheint ja irgendwie ein bisschen schwierig gerade zu sein. Was halten Sie davon, also auf dem Wasen Veranstaltungen zu machen im Auto oder als Autokino? Generell, weil es ist ja einfach so, dieses Jahr werden keine Großveranstaltungen im normalen Stil mehr stattfinden. Was halten Sie davon? Ich finde es gut, ich finde es eine gute Idee. Wir machen das übrigens in Backnang auch. Ich habe da sogar die Schirmherrschaft übernommen für das Backnanger Autokino. Ja, gab es das schon? Nein, oder es kommt, ich meine, nächste Woche geht's los. Ach toll. Nächste Woche geht's los. Ja. Ich
bin jetzt gar nicht sicher. Ich meine, nee, nächste Woche geht's los. Okay. Oder war es schon? Ich meine, es ist, geht nächste Woche los, ja. Donnerstag soll es losgehen. Das findet bei uns auf dem Etzwiesenparkplatz statt. 100, 120 Autos können dorthin. Und ich finde, das sollte man jetzt mal probieren. Und ich glaube, dass das ein Erfolg wird. Ich denke auch. Vor allem, ich denke, wir müssen ja neue Wege gehen gerade. Ja, ne? Es ist ja nicht so, dass Corona innerhalb von 1-2 Monaten vorbei ist. Es wird länger dauern. Und von daher wäre es natürlich super, sowas zu machen auch. Ne? Also, okay. Also, Sie finden es auf jeden Fall gut. Ja, ja? Ich finde es gut und ich hoffe, Sie würden sowas auch unterstützen. Also jetzt ich würde auch das für unterstützen Stuttgart und ich kann mir auch vorstellen, dass auf dem Basen das auch ein Erfolg wird. Ja, ist so. Also, ich glaube es auf jeden Fall auch. Ja. Und Ihre Söhne, Ihr junger Sohn ist jetzt im Abitur auch gerade, ne? Unser 18-Jähriger, der fiebert dem Abitur entgegen am Montag. Am Montag geht's los, ein bisschen Montag mit Schule, darf er ne? erstmals wieder in die Schule. Und ich glaube, er sehnt die Situation auch schon herbei. Auch, ne? Die Ungewissheit ist natürlich für die Abiturienten ein großes Problem. Ich sehe das auch, ich sehe das bei meinem Sohn auch, der jetzt auch Abi hat. Wobei ich persönlich, ja, ich fand es schwierig, so die Abwägung zu sagen, was macht man, ne? Lässt man die Jungen jetzt wirklich schreiben oder sagt man, man guckt auf die Ergebnisse, die innerhalb dieser anderthalb Jahre schon einfach da sind, weil die sind ja da, es zählt ja schon mit. Aber gut, man wird jetzt sehen, ne? Also der Louis hat auch total Lust, jetzt wieder in die Schule zu gehen und was zu machen, ne? Aber... Ja, unser Sohn, unser 18-jähriger Sohn ist auf dem Württemberg-Gymnasium in Stuttgart unter Türkheim. Und er ist da auf, und dieses Württemberg-Gymnasium ist ja eine Eliteschule des Sports und er macht da auch Sportabitur. Okay, und wie läuft das jetzt? Das ist natürlich für jetzt? Ihn besonders problematisch gewesen, weil er ja durch mich in die Quarantäne kam und konnte sich nicht so gut auf das Sportabitur. Stimmt. Also er konnte ja nicht trainieren, konnte das Haus ja nicht verlassen. Stimmt. Das war nochmal eine Erschwernis für ihn, eine zusätzliche Erschwernis. Aber das scheint jetzt irgendwie, und das geht auch, Sportabi und so, das findet auch statt. Nach meiner das Kenntnis, ist ja mit nach mehr meiner Kenntnis findet es statt. Okay. Aber bitte, nein, wir wissen es nicht in allen nicht. Facetten. Nein, das ist ja klar, wir wissen es nicht, genau. Ja. Und Sie sind auch Fußball begeistert, ne? Sie haben selber auch Fußball gespielt früher, ich habe selber Fußball gespielt, bis einschließlich A-Jugend, oben auf der Waldau, zunächst bei TuS Stuttgart und dann bei den Sportfreunden Stuttgart. Direkt neben dem Gazi-Stadion. Direkt daneben. Ja. Und das ist natürlich meine Frage jetzt, ne? Was halten Sie von den Geisterspielen? Ja gut, wenn ich es richtig sehe, gibt es im Moment nur die Variante, entweder die Saison zu beenden nach französischem Vorbild oder aber Geisterspiele. Mir scheint die Variante Geisterspiele noch die bessere Variante zu sein, als die Saison komplett zu beenden und zu sagen, wir fangen erst wieder im September an. Großveranstaltungen sind ja jedenfalls nach heutiger Rechtslage bis zum 31. August verboten. Das heißt also, mit Zuschauern wird es mindestens bis zum 31. August nicht möglich sein. Geisterspiele sind nicht ideal, aber sie sind immer noch besser als nichts. Man fragt sich manchmal, ob es nicht ein Zeichen aber gewesen wäre, ne? Vielleicht auch zu sagen, gut, wir setzen aus oder so. Weil ich sag mal, bei Geisterspielen, die Fußballer werden ja auch getestet jetzt, ne? Ist halt so, dass man einerseits sagt, es fehlen immer irgendwie Testungen. Die ganzen Heime werden nicht getestet im Moment. Ne? Und andererseits ist ja diese spezielle Regelung ist natürlich auch so ein Ding, dass man sagt, wenn einer sich infiziert hat, dass die mit ihm zusammen waren, trotzdem weiter trainieren können. Ne? Also wenn das jetzt noch so wäre, dass die Tests rar wären, wenn wir nicht genügend Tests durchführen könnten, dann würde ich nicht für Geisterspiele plädieren. Ne? Aber wir haben ja jetzt Testkapazitäten, viel mehr Testkapazitäten als vorher. Es wird ja auch sehr viel mehr getestet und es wird in naher Zukunft auch sehr viel mehr Tests geben können für die gesamte Bevölkerung. Und vor diesem Hintergrund halte ich es für vertretbar, dass man diese Tests auch mit den Profifußballern durchführt. Wenn das noch so wäre wie vor einigen wenigen dann Wochen, würde man, dann wäre das, wäre dann das ginge kritisch, es nicht, ne? kritisch zu betrachten. Dass man sagt, in Heimen wird nicht getestet oder so, ne? Oder in karitativen Einrichtungen. Aber es ist ja ganz offensichtlich so, dass wir genügend Testkapazitäten haben. Mittlerweile. Erst seit
jüngerer Zeit, jüngerer Vergangenheit. Herr Nopper, jetzt würde mich noch interessieren, wenn Sie, sagen wir mal, Dezember ist wahrscheinlich sogar zu früh, aber wenn Sie im Frühjahr jetzt auf diese Pandemie zurückblicken, ja, wenn Sie jetzt den Rückblick machen würden, Corona, was könnte vielleicht auch Positives für uns, sagen wir mal so, für uns als Personen hängen geblieben sein? Ja, ja, es gibt ja berühmtermaßen das chinesische Schriftzeichen für Krise. Und der eine Teil dieses Schriftzeichens steht für Risiko und Gefahr. Und der andere Teil dieses Schriftzeichens, dieses chinesischen Schriftzeichens, steht für Chance. Und wir sollten die Chancen nutzen, die sich auch ergeben können in dieser schwierigen Lage. Ich glaube, dass wir digitaler werden, dass die Digitalisierung schneller voranschreiten wird, dass wir bewusster werden. Wir machen uns bewusster, was wir eigentlich haben. Wir machen uns vielleicht auch die Natur bewusster. Wir werden hoffentlich auch mehr Gemeinschaftssinn entwickeln, wenn wir gemeinschaftlich aus der Krise herauskommen. Also glauben Sie auch, dass die Solidarität eine größere gerade geworden ist? Ich setze und hoffe darauf. Ich setze und hoffe darauf. Schön. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren bei unserem Gespräch. Sehr gerne. Und ja, ich sag mal, jetzt drücken wir dann alle Daumen für November. Das ist natürlich auch noch so eine Frage. Wird es oder kann es auf jeden Fall stattfinden, die Wahlen? Oder ist das natürlich auch in der Schwebe, ob man da sagen muss, die Wahlen werden womöglich wegen Corona verschoben? Oder gibt es da schon irgendwelche Infos? Nein, da gibt es noch keine Informationen. Auf jeden Fall kann man in der gegenwärtigen Situation so gar nichts sagen. Ja. Im Moment sieht es ganz danach aus, dass es am 8. November stattfinden kann. Es gab andere Oberbürgermeisterwahlen, etwa die in Konstanz, die verschoben wurden um einige Wochen. Ich gehe per heute davon aus, dass die Wahl, die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart am 8. November stattfindet. Ich sage mal, wir sind auch weiter jetzt schon, ne? Weil wir wissen, was wir machen müssen mit Abstandsregelungen, mit Mundschutz. Das war natürlich vor 4 Wochen auch noch nicht so. Ne? Jetzt sind wir weiter und jetzt müssen wir damit leben erstmal, mindestens bis Frühjahr 2021 mit Corona sicherlich, ne? Bis es eine Testung gibt oder bis es Medikamente gibt und von daher sind wir natürlich jetzt auch anders aufgestellt mittlerweile. Ja, vielleicht gibt es ja sogar früher einen Impfstoff. Vielleicht. Positives Denken. Jawohl, genau. Vielen Dank, Herr Nopper. Ich freue mich sehr. Und ja, ihr seid wieder aufgerufen zum Spenden für unsere Clubs. Und ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.